Hallo, heute ist der vorletzte Drehtag von Mara und der Feuerbringer und wir drehen heute auf einem Spielplatz. Yippie! Eigentlich ist es inhaltlich völlig sinnlos, aber das Team mag gerne Spielplätze und ich schaukel gerne. Mein Vater hat mal früher gesagt, als ich ihn gefragt habe, Papi, was kann ich denn gut? Da hat er lange überlegt und hat gesagt, du kannst gut schaukeln. Hab ich damals schon gemerkt, dass das jetzt nicht so wahnsinnig viel wert ist. Aber jetzt kommt es mir zugute, denn ich kann den Drehblues, der zweifelsohne bald einsetzt, hier jetzt einfach ein bisschen wegschaukeln. Musste aber vorher die Schaukel einmal um den Holm umschlagen, weil ich sonst mit den Knien hätte anschubsen müssen. Ja, gibt's noch irgendwas Relevantes über den Dreh zu sagen? Wir sind heute zugange mit Mara und ihrem Botschafter, dem kleinen Zweig, der mit ihr spricht und ihr diverse Dinge erklärt, was sie ist, wer sie ist und was ihre Aufgabe ist. Und da bleibt er natürlich so nebulös, dass es noch spannend bleibt. Genauso wie ich jetzt. Und ja, ich denke, jetzt sind wir dann bald soweit. Wir fluten diesen Spielplatz hier mit Kindern. Und dann drehen wir.